Ja, moin moin, tidy ho ihr Lieben. Wir stehen jetzt vor einer wichtigen Entscheidung, nämlich was wir mit diesem Messer anfangen. Ihr seht, wir haben nicht wahnsinnig viel Auswahl. Wir können nur das Messer auf Dr. Marcel anwenden. Dann machen wir das doch mal. Willst du das wirklich tun? Aha. Vortrefflich. Ich wusste gleich, dass du gefährlich bist. Die anderen Kinder, das waren Unfälle. Aber nun stehst du hier mit einem scharfen Messer drauf und dran, einen wehrlosen alten Mann zu töten. Du fühlst dich vielleicht gesund, aber in Wahrheit bist du krank. Sehr krank. Du brauchst meine Hilfe. Du glaubst mir nicht, richtig? Du denkst, du tust das alles, Edna zu lieben. Oh, Lilly. Es gibt da etwas, was du über deine Freundin wissen solltest. Sie existiert nicht. Es gab mal ein Mädchen namens Edna. Wahrscheinlich hast du von ihr gehört. Aber das Mädchen, das du kennst, ist nichts weiter als ein Produkt deiner Fantasie. Ein Ausbruchsversuch aus dem freudlosen Klosterleben. Du glaubst, dass ich lüge, nicht wahr? Denn es gibt da noch jemanden, der Edna sehen kann. Lass mich raten. Ein hoher Geistlicher? Nein. Ein Polizist. Richtig? Die Manifestation einer höheren Autorität. Als du Edna in Gefahr wähntest, hat dein Unterbewusstsein auch ihn erfunden. Als Legitimation. Dich über die Regeln der Oberen hinwegzusetzen und deiner Freundin zur Hilfe zu eilen. Frag sie doch selbst. Sie sind hier. Sie sind ein Teil von dir, Lilly. Oh, Lilly. Es tut mir leid. Der Doktor hat recht, Lilly. Wir sind nur eine Einbildung. Jetzt leg das Messer weg. Das Spiel ist aus. Wunderbar. Endlich kennst du die Wahrheit. All die Gründe, die dich hierher geführt haben, mitten in der Nacht, bewaffnet mit einem Messer. Nichts davon war real. Leg das Messer auf den Schreibtisch. Ich werde dich sofort hypnotisieren. Nur meine Therapie kann dich heilen. Er hat leider recht, Lilly. Tu es nicht. Leg das Messer weg, Lilly. Sei ein braves Kind und tu, was man dir sagt. Lilly war den Tränen nahe. Sie hatte gerade erst gelernt, nicht immer alles zu tun, was man ihr sagte. Und jetzt sollte das alles falsch gewesen sein? Während die anderen auf sie einredeten, wurde eine weitere Stimme immer lauter. Eine Stimme, die ihr sagte, mach weiter, mach weiter. Tu es nicht, weiter. Tu es nicht, tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. So, da machen wir doch mal nicht mit. Ach so, übrigens. Jetzt erklärt sich auch die Diskrepanz von Ednas Alter, was ja irgendwie nicht zusammengepasst hat. Stopp! Mach weiter! Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Ja, ihr wolltet es ja nicht anders. Ihr wolltet, dass wir auf Edna hören. Wir stechen Dr. Marcel. Lilly dachte gar nicht daran, sich therapieren zu lassen. Sie fühlte sich frei wie nie zuvor. Sie konnte selbst entscheiden, was richtig und was falsch war. Langsam erhob sie das Messer. Nein, Lilly, nein! Nein! Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Geschichte lautet, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr behaltet euren freien Willen, auch wenn ihr dafür einen alten Mann im Rollstuhl erstechen müsst. Ende. Ja. Okay, ich habe natürlich einen freien Willen. Ich würde mich trotzdem über Kommentare oder Likes freuen.
wenn noch nicht geschehen, auch über ein Abo unseres Kanals. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann schauen wir uns jetzt noch gemeinsam das Ende an, wenn ihr wollt. Am Ende gibt es auch noch eine kleine, schöne Überraschung. Also wenn ihr nicht die ganzen Credits sehen wollt, dann spult doch einfach bis kurz vors Ende zu. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal. Mal schauen, welches Spiel ich als nächstes alleine spiele. Baphomets Fluch ist ganz hoch im Kurs gerade. Also, wer will, kann natürlich mitsingen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei. Das werden wir gleich haben, das wächst wieder zusammen. Es lässt sich alles nicht schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen sind es doch nur ein paar Schrammen. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken, wobei ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren. Die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren. An deinen Nähkünsten musst du noch feilen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen.